Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein ganz besonderes Leckerli für euch. Und zwar das erste Video für das Mitmach-Häkeln. Ich möchte mit euch zusammen einen wirklich wunderschönen Tischläufer häkeln. Ich ziehe mal ganz kurz so ein bisschen durch, da könnt ihr euch das Muster mal anschauen. Wir haben hier wirklich ein richtig langes Teil. Hier so mit diesem wunderbaren Karo-Muster. Ich blende euch da gleich mal noch Bilder ein, da könnt ihr mal schauen. Dieser Tischläufer ist mit der 3,5er Nadel gehäkelt und aus einem Bobbel, gut aus 3,5 kleinen Mini-Bobbels, aber man kann sich den unter dem Link, den ich euch unter dem Video verlinke, in einem großen Bobbel holen und da muss man nicht zwischendurch die Fäden anknoten, das ist wirklich wunderschön. Wir haben hier eine Länge von... Moment, muss ich mal messen. Also er ist jetzt nicht gespannt. Ich habe ihn jetzt wirklich nur einmal nass gemacht und liegen trocken. So, eine Seite ist 55, das heißt 1,10, circa 1,11 Meter ist er in der Länge. Wenn er gespannt wird, kann er sogar noch größer werden. Aber ich finde, muss eigentlich nicht. Also so wie er gehäkelt wird, braucht er eigentlich nicht gespannt zu werden. Ist eine ganz nette Angelegenheit. So, das Mitmach-Häkeln, das läuft so. Ab nächste Woche Freitag kommt dann jeden Tag ein Video, wo wir immer zusammen so ein ganz kleines Stück zusammen machen. Und zwar wirklich Masche für Masche, Luftmasche für Luftmasche und Stäbchen für Stäbchen. Wir gehen das stückchenweise durch. So kommt wirklich jeder an diesen wunderbaren Tischläufer. Und er ist einfach nur ein Traum. Also ich liebe ihn jetzt schon. Und ich weiß auch, er landet heute Abend gleich auf meinem Tisch. Hier, schaut euch mal diese wunderbaren Karos an. Ein ganz, ganz edler Tischläufer. Und er häkelt sich wirklich ganz wunderbar. Und dadurch, dass wir das halt in kleinen Häppchen verpacken, ist es auch nicht so ewig lang. Also ich verlinke euch mal den Shop, wo ich die Wolle gekauft habe. Ich verlinke euch aber auch noch ein paar andere Bobbles, die ihr dann über Amazon erwerben könnt, wenn ihr wollt. Nur falls ihr jetzt nicht so richtig euch alle neuen Shop rantraut. Deswegen noch ein paar Ersatzbobbles, die auch wirklich wunderschön aussehen. Wir haben versucht, die 700 Meter zu schaffen, die wir jetzt hier für den Tischläufer gebraucht haben. Manche Bobbles davon haben 800 Meter. Aber mit den 100 Meter, die extra sind, da fällt uns auch noch was ein. Also ich habe jetzt für meinen hier 700 Meter gebraucht. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben die Größe, wir haben den Ablauf. Ich habe die Ersatzbobbles angesprochen, die Verlinkung unter dem Video. Ja, damit haben wir eigentlich im Prinzip alles schon. So, ihr wisst jetzt Bescheid, ihr könnt euch schon mal die Wolle raussuchen oder auch schon bestellen oder. Und nächste Woche Freitag startet dann das mit Häkeln. Und zwar immer 19 Uhr. Ich lasse dieses Mitmach-Häkeln neben den normalen Videos laufen. Die normalen Videos sind ja am Vormittag. Und das Mitmach-Häkeln, das lasse ich dann immer abends laufen. So läuft das als zweites Format auf dem Kanal. Wir haben unsere normalen, regulären Videos. Eigentlich ja Montag und Freitag. Das am Mittwoch, das läuft ja jetzt gerade durch das Mystery oder durch Sachen, die dann eingeschoben werden oder. Und das hier läuft täglich 19 Uhr. Das heißt von Montag bis Sonntag. Machen wir jetzt erstmal den zusammen. Und ich habe dann hier noch einen anderen auf dem Rechner liegen, den ich auch noch gerne mit euch genau in dieser Art und Weise machen würde.
Und das lassen wir dann ganz normal abends 19 Uhr als zweites Format auf diesem Kanal laufen. Und zwar kommen dann bei Mitmachhäkeln nicht nur Tischläufer, sondern da können wir auch Gardinen machen, wir können Amigurumis machen, wir können so viel machen in diesen Mitmachhäkeln, wo ich wirklich Masche für Masche mit euch durchgehe. Klar, das sind dann immer mal mehrere Teile, aber es ist halt, ne, für alle eigentlich ganz angenehm. Und das läuft dann als zweites Format auf diesem Kanal abends 19 Uhr. So, ihr wisst Bescheid, die Wolle verlinke ich euch unten in der Infobox. Er hier startet nächste Woche Freitag, 19 Uhr. Fangen wir mit Teil 1 an und dann häkeln wir uns hier durch diesen wunderbaren Tischläufer. So, meine Lieben, ich sage schon mal Tschüss, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann zahlreich nächsten Freitag mit dabei.